So, Leute. Wer hätte gedacht, dass dieser Tag doch kommen wird? Aber er kommt. Ja, yeah, an denen die Top 4 Rematches gemacht werden. Und zwar in Pokémon. Worldwide, ne? Genau. Und das war ja schon lange angekündigt, seit März. Echt? So ja, lange? Ich glaube schon. Boah. Und jetzt okay, ist es endlich soweit. Und die nervige Pixel World ist auch wieder dabei. Ne? Die tolle Pixel World, ja? Ja. Also, ich würde mal sagen, wir stellen erstmal unser Team vor. Ja. Ich habe jetzt nämlich alle auf Level 90 gebracht. Und zwar handelt es sich hierbei jetzt um dasselbe Team wie schon davor, im ersten Run. Ja. Aber, Breaker. Genau, wir haben jetzt zum Beispiel Breaker, das harte Archeops mit Fliegen, Crunch, Erdbeben und Rock Slide. Bam! Genau, hier nochmal die Werte, voll pervers. Außer die Ability ist ein bisschen scheiße. Aber naja, passt schon, eigentlich. Hoffe ich mal. Ja. Dann haben wir Danielzahn! Unser Starmie. Starmie! Genau, ganz schön ruhig. Mit den Attacken Psychokinese, Surfer, Eisstrahl, Donnerblitz und trägt den. Trägt den Item. Trägt das Item Expertengurt. Was sehr effektive Attacken und wie viel Prozent steigert, Schatz? 50? 50? Weißt du, 25? 15? 75? Was? 75? 100? Nee, ich glaube, es waren 20 oder 10. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich meine 20. Was aber schon auch einiges ist, finde ich. Ja. Hier könnten wir nochmal bei Break auch zeigen, dass er den Expertengurt trägt. Ja. Aber natürlich nur bei sehr effektiven Treffern. Dann haben wir noch unser Takoro, unser Sipoda. Das coolste Pokémon aus dem Team, wie ich finde. Natürlich. Mit einem harten Wesen sogar. Hier, zack. Ja. Besser geht's nicht. Und hier nochmal die krassen Werte. Und Klauen schärfen, Nachtslash. Dunkelst, ne, wie heißt das Deutsch? Nachthieb. Na ja? Nachthieb. Ja, ja, stimmt. Ja, genau, Nachthieb. Nachtslash. Brick Break, also Durchbruch und Eispunch. Da hat er noch das geile Hex-Item Skorplinse. Genau, schön fürs Hexen und so. Ja. Manche Leute verlassen sich ja drauf. Dann haben wir das Freche. Ne, Naughty ist frech. Ich ja, genau. Ja, fällt auch unter die Kategorie. Ja. Das krasse Jira. Ja, hier Jira Doppelpunkt. Schöne Grüße an dich, mein Ro. Nürnberg-Fan. Und. Ja, krasser geil. Angriff. Nice. Iron Fist, ja, was nochmal hier diese ganzen Fist-Attacken wie Drain Punch und Fire Punch um 20% verstärkt. Krass, ey. Ja, ist schon geil. Mit Bulk Up auch noch so. Ja, und Drain Punch, schön nochmal Recovery und so. Ja. Ah, genau, und läuft auch was. Ja, das hast du nicht vergessen, du. Tut mir leid. Danke, werter Assistent. Okay. Dann haben wir hier das Hardy, ernste, kauzige, was? Kauzig? Ja, ne? Hardy. Auf jeden Fall ein neutrales Wesen. mit No Guard, also schildlos, was eigentlich nur Macho Mais haben, Macho Mais. Ja, Speedwert zackt. Angriff ist geil. HP sind geil. Und ein ja. Sword Dance Sweeper halt. Mega. Und dazu sei gesagt, dass in Worldwide, falsches Pokémon. Ah, fuck! So. Dazu sei gesagt, dass in Worldwide Nietenranke nochmal um 10 Punkte verstärkt worden ist, wie wir hier sehen. Nice. Power 90 und nicht nur Power 80. Ist natürlich ganz cool. Ja. Geil. Boah, geil. Was macht die Ability? Die Ability macht zum Beispiel, dass beide Pokémon, sowohl der Gegner als auch Eskavalier, eine 100%ige TQ haben. Heißt also, Megahorn trifft zu 100% immer. Alles klar. Geil. Ja. Sehr gut. Dann haben wir natürlich mein Herz allerliebstes Arschküm. Fettes Elevoltik, ne? Ja, fettes, starkes Elevoltik, genau wie du. Ja. Jolly, ein sehr frohes Pokémon. Ja, wie ich grinse. Da, ich bin schon voll geladen. Genau. Mhm. Expertengott natürlich. Mit, hier, echt geilen Attacken, finde ich. Ice Punch, Close Combat, Thunder Punch und Flamethrower. Und dazu sei gesagt, dass Elevoltik, wie wir hier sehen, in dieser Edition vom Typ Elektro-Kampf ist, was natürlich ziemlich geil mit Nahkampf ist, also Close Combat. Ja, yeah. Tja, sowas kann ich. Das passt perfekt zu dir. Angriffswert geil, Spezialangriff ganz okay. Und ja, ich frag mich immer noch, warum du da Flammenwurf drauf hast. Ja, für sowas Nerviges wie Force Deck und so, aber mal gucken. Mm. Und, okay. Was ist das? Hey, das war's, durch. Ne?
Ja, wir sind durch. Ja, gut. Hier nochmal unser Team im Querformat. Ey. Okay, Schluss jetzt, rein da. Die Leute haben genug jetzt gesehen da. Natürlich, aber ich schicke nochmal. Ich bestimmt auch schon, hör auf zu quatschen und geh da rein. Hör auf zu labern, Digga. Geh da rein. Ich hätte das, glaube ich, vorgespult. Los! Ray Candies, 100 Millionen Stück. Was? Ja. Echt? War noch 100 Millionen Stück? Ich weiß nicht, wie viele da waren. Also ein paar, glaube ich. Ja, also er hat ganz legal gelevelt. Natürlich habe ich das ganz genau. Wer macht denn das nicht? Ja, ich weiß nicht. Also, wo gehst du zuerst rein? Natürlich. Such du dir erstmal aus. Rechts. 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 Nächste Kreuzung. Rechts abbiegen. Hände hoch. Ja, dazu sei gesagt, kennt ihr diesen WhatsApp-Smiley, Leute? In der eine weibliche Person die rechte Hand sehr dezent hochhebt. Ich finde das ziemlich knackig. Und zeige ich auch. Ja, aber ich habe kein WhatsApp. Kommt doch. Wenn du wüsstest. Aber egal. Also. Was denn? Ach, wir sind beim Kampftypen, ne? Ja. Ah, cool. Im Ring. Im Boxring. Ja, aber ich finde das in Black and White 2 besser gemacht irgendwie. Ja, da mit dem Showdown und so, ne? Ne, auch alles. So, alle Räume. Alle? Ja. Ja, okay, hast du recht. Ich finde den dritten ein bisschen gay, mit den Reiskörnern, die rumfliegen. Womit sollen wir anfangen? Daniel. Mit Daniel. Ja, ja, genau. Schön Psychotyp. Ja, eben. Gegen den Wrestler hier. Lies los! Vor. Lies vor! Und das ist Englisch. Ja, okay, komm, so gemein will ich nicht sein. Ja, danke. I thank you deeply for the chance for another round of combat against you. I seek to develop the strength of a fighter and shatter any weakness in myself. Prevailing with the force of my convictions. Victory, deceive victory, is my intention. Challenger, here I come. Boah, der klingt wie Son Goku. Ja, danke. Let's go. Ich bin Marshall. 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 Marshall, ja. Der deutsche Name. So hieß auch hier Sids Verwandter. Ja. Kennst du das bei Teil 1 von Ice Age? Also. Wo der aufwacht und seine Verwandten sucht. Ah ja, stimmt. Marshall, Bert, Onkel Funkus. Ja, das war schon geil, ey. Ice Age, ja. Oh, schon ein cooler Film. Ja. Warum machst du jetzt nicht Psychic, hä? Psychic? Ich überleg grad. Okay, wenn die... Wenn die Psychic, so... Psychic? Okay! und One Hit! Oh, ja. Experten God Power. Oh. Sehr episch. Und Breloom. Das draußen, oder nicht? Nicht Breaker. Nö, warum denn? Fliegen, vielfach. Ja, mach. Weil Breaker soll auch mal einen Auftritt bekommen. Ja, stimmt. Okay, Breaker! Hallo! Doppel-Nasen-Power. Ach du Scheiße. Oh, Gardevoir ist da. Oh, Gardevoir. Ja, okay, ja. Dann mach mal. Hier, los, Breaker. Hau rein. Hoffentlich setzt er sich Himmellieb ein. Das trifft dann ja sogar im Flug. Echt? Ja. Oh, die steht. Boah, Breaker. Toxikop. Oh, krass. Die sind ja richtig strategisch, wa? Natürlich, sehr strategisch. Also Worldwide darf man nicht unterschätzen, das ist eine tolle Modi. Aber ich finde dennoch Pure White irgendwie schwieriger. Pure also was White. Du machst. Oh nein, warum? Wie, warum? Warum findest du das schwieriger? Hast du es gespielt? Ja, hab ich. Ach du Scheiße. Ich hab nicht durchgespielt, aber ich hab irgendwie bis zur 6. Arena oder so gespielt. Scrafty war das, ne? Scheiße. Scrafty ist gefährlich. Ultima. Nein, ist voll scheiße. Egal, ja. Ich finde bei Pure White halt dieses, wenn der Gegner was reinwechselt, dieses Something, das ist cool. Ja, das ist kacke. Das ist cool, also strategisch. Ja, interessant. Das ist scheiße. Ja. Ich würde sagen, wir setzen erstmal Sword Hands. Sword Hands. Echt? Aber sind Kampfattacken nicht sehr effektiv auf den Dings? Nee, das ist ja auch vom Typ Käfer. Ach so. Ach, das neutralisiert das? Genau. Ah. Ja, mach. Hau rein, der kann eh nichts. Lightscreen? Hexenlache. Oh, Hexe. Ja, richtig, ey. Nur Minecraft-Hexe. Die Witches. Richtig hübsch. Der war's auf der Nase. Und High Jump Kick. Oh, das könnte wehtun. Das könnte wehtun, aber Ultima mit maximalen HP-EVs. Ja, das sind alle EVs, Leute. Ja, hat er sich extra die Mühe gemacht. Und klar. Mhm. Und... Oh mein Gott, geil! Hast du daran gezweifelt? Das Ding ist voll schwach! Boah, Shellbell! Boah, nice! Geile Recovery! Ja, hast du das eben nicht gesehen?
Nein, Sägesang, by the way, Leute. Nein. So, okay. Als nächstes kommt... Ja, genau, wollte ich reinwechseln. Danke, Schatz. Kein Problem. Bin du doch dabei gefahren? Ich bin lila und nicht schwarz. Oh ja, passt gar nicht zu Popo. Samba! Denkst du One-Hit? Ich denk One-Hit. Ich auch, wegen Expertenwood. Los, mach ihn kaputt. Ich glaube, ich hab zu hoch gelevelt, kann das sein? Ein bisschen, ne? Vielleicht hätte 88 gereicht. Boah, okay, auch nicht. Ah, doch nicht, ne? Hat er Speed Boost? Ah, scheint so. Oh, oh, ja. Litchi Berry. Oh! Ach, das ist nicht schlimm. Passt schon. Nee, der Lightstream ist noch oben, deswegen. Ah, stimmt. Oh, und Speed Boost wirklich. Oh, oh, das könnte jetzt Aua machen. Oh, das könnte jetzt echt dick, fett, Pain ist Aua machen. Aber er hält auf. Echt? Ah, okay. Scheiße. Crit, 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 crit. Darf dich nicht immer nur auf Hex verlassen? Was ist das denn? Mach ich doch gar nicht. Ich hab nur. Du bist echt ein Hexer. Du kannst so durch Hex gewinnen. Weißt oh, du, Hexe! Hex, Hex! Bibi Blocksberg! Ach man. Wie lange ist der nach der Livestream oben? Das ist ein bisschen doof. Jetzt danach ist gleich weg. Also nach dieser Runde hier. Meine ich. Oh. Das tut weh. Oh, direkt ein Kick in die Fresse. Ja. Und damit wurde der Stern runtergekickt. Hey, mein Donut hat heute auch Sterne drauf. Das war cool. Drei bitte verraten, wer mir den Donut gekauft hat. Ich. Meine herzallerliebste Frau Beng. Ja, Jira. Ich weiß nicht, hält am meisten aus. Ist das bulkierste Vieh, ja. Ah, cool. Auch physisch gesehen. Also, ich denke, wir machen erstmal einen Drain Punch. Okay. Ah! Die Lache. Boah, das war extrem übersteuert. Maschinengewicht? Ja. Scheiße. Scheiße. Und Lucario, bleiben wir natürlich drin. Ja. Mit Erdbeben oder was machst du jetzt? Drain Punch. Echt? Ja, weil das heißt, ich schneller als wir. Genau, genau. Auch High Jump Kick. Das könnte natürlich ein bisschen viel Schaden machen, aber... Drain Punch und Überreste werden das alles wieder einholen, denke ich. Meinst du? Ist das sehr effektiv, Drain Punch? Ja, ne? Klar, Stahl. Ja, gut. Ich frage doch nur nochmal, nicht, dass ich mich wieder blamier hier. Kein Ding. Ja, wir sind nämlich wie Tag und Nacht, was Pokémon angeht. Er ist so mega geskillt und ich bin eher... Nein, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Da muss ich ihr widersprechen, also nee. Ja, das sagte nur, weil ich seine Freundin bin, aber Leute, nein, ich sehe es ganz realistisch. Mhm. Ich bin wirklich schlecht. Nein. Ich stehe dazu. Und das macht mir auch nichts aus. Laber nicht! Ich meine, im Vergleich zu dem Arceus hier ist es... Ja. Ey, du schmeichelst mir. Nee, aber das ist, Leute, der ist so wirklich gut, ne? Also ich muss ja sagen... Nein. Also ich bin überer Durchschnitt, überer Durchschnitt. Ja. Ha, das ist ein weibliches Konkel, du. Ja, Jira, deine Freundin. Ja, hier, ein bisschen Playboy-Action, ne? Ran an den Speck. Voll der Drain Punch, Pettel. Ach du Scheiße, meinst du, der macht dir mehr Schaden? Die? Was ist das denn? Das ist ein bisschen kacke, ne? Wie wär's mit Bulk Up oder sowas? Könnte ich machen, aber ich denke, auf langfristiger Sicht. Backup. Ja, wenn ich schon langfristig sage, dann muss ich auch Backup machen, ja? Und dann musst du dich wahrscheinlich gleich heilen, ne? Nein. Nicht? Ich werde versuchen, so wenig Heiltränke wie möglich einzusetzen. Aber meinst du nicht, du sollst dich heilen? Ich glaube, das fällt ins Wasser, Schatz. Oh, ich hab's gesehen, ja. Ja. Backup umsonst. Ja. Wen könntest du reinwechseln? Ich hab Angst, dass der... Breaker! Breaker? Ja. Ah ja, stimmt, der hat Fliegen, ne? Sauber. Genau. Und Breaker hat mega Damage Output. Auf jeden Fall, mit 374 Angriff plus Step. Step! Step! Breaker? Nasenpower! Hallo, mein Name ist Breaker, kann die Nase. Geronimo! Minecraft. Ja, Leute, Minecraft. Lasst euch überraschen, was zu... Boah! Was zu Minecraft noch kommt. Breaker geht ab wie Inception. Wie, was zu Minecraft noch kommt? Ja, zu Minecraft werden noch ganz, ganz viele Sachen kommen. Auch meinerseits. Ja. Oh, ja, auf meinem Channel auch. Ich mache Werbung. Kannst du ruhig machen. Nein, ich mach Scheiße. Nee, ich lese das jetzt doch mal vor. Okay. In times past, I wandered all the regions of the world in pursuit of strength.
One day I met my mentor and began to grasp the wisdom of making strength an eternal quality. And one day I decided to become part of the Elite Four of Unova. For some reason, the battle we just had brought those fateful times back to mind. Ja, Leute, englische LK, hä? Was sagt ihr jetzt mal, Lacke? Ja, ja, und jetzt mal übersetzen, damit die das alle auch verstehen. Ja, also der ist über ganz, ganz viele Regionen auf der ganzen Pokémon-Welt gewandert. Und dieser Battle hat ihn an seinen alten Mentor erinnert. Ah, cool, weil ich hab's nämlich nicht verstanden. Ich habe auch nicht wirklich aufgepasst. Also, ich glaube auch, dass es dich auch nicht wirklich interessiert, oder? Nee. Ich meine, ich hab das schon durchgespielt, was weiß ich wie oft, ey. Interessiert doch nicht. Aber oder? Was? Interessiert dich das noch? Nein! Ja, cool. Verdammt, ja. Als ob die Leute gucken das eh nur, um die Battles zu sehen. Genau. Ja, und wahrscheinlich haben sie sich einen anderen Partner erhofft hier. Aber egal. Arsch, nein. Egal. Leute, das war Top 4 Mitglied Nummer 1. Weiter geht's mit dem nächsten Mitglied im nächsten Part. Und bis dahin, haut rein, macht's gut und ciao. Tschüss. Eure Kanikachus. Genau, yeah. Yeah. Tschüss.